Mission Pflanze umtopfen. Das ist übrigens hier unser Kompost. Wir kompostieren seit neuestem. So. Tada! So. Hallöchen. Ich gehe jetzt eine Runde spazieren. Es hat gerade angefangen zu schneien. Heute ist ein sehr guter Tag. Ich hatte meine letzte Vorlesung in diesem Semester. Ich finde es so heftig, wie schnell das Semester umgegangen ist. Jetzt kommen noch die Prüfungen und dann bin ich im zweiten. Krass. Wer glaubt, er könne erstmalig mit einem neuen Stoff ein paar Tage vor der Prüfung mit dem Lernen beginnen, ist zum Scheitern verurteilt. Denn er bewegt sich ja nur hier in diesem Zeitraum. Mama hat mir heute so ein Bild gesendet von so einem Pulli, den sie heute in irgendeinem Secondhand-Laden gefunden hat. Also sie ist gerade in Finnland und da sind die Geschäfte offen. Und sie meint, das sieht nach mir aus. Und ich bin gespannt, wie es angezogen aussieht. Kann ich mal updaten. Heute ist wieder so schönes Wetter. Die Sonne ist draußen und ich finde, es macht so viel aus. Man hat direkt viel mehr Energie. Was heute angekommen ist, ist diese Brille. Normalerweise trage ich keine Brille, aber das ist so eine mit so einem Blaulichtfilter. Und weil ich so viel am Laptop sitze, wollte ich mal ausprobieren, ob es überhaupt was bringt. Aber mein Bruder hatte eine zu viel, deswegen hat er mir die gesendet. Ja, und sonst, ich habe dir ja gestern erzählt, dass ich keine Vorlesungen habe. Ziemlich lange nicht, also erst im April dann wieder. Und ich finde, das gibt einem so ein Gefühl von, ich habe frei, aber eigentlich hat man ja nicht frei, weil man das erst anfängt so richtig. Also nein, nicht anfängt, das ist natürlich ein bisschen belastend, aber ja, ich muss halt noch voll viele Sachen machen. Ich werde ab und an gefragt, was mein Lieblingsmodul in meinem, also gerade im ersten Semester ist oder war. Ich mag Versuchsplanung gerne. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, was so, wie die Prüfungen laufen und wie das so abläuft wegen Online-Dings und so. Und ich wünschte, es wäre kein Online-Uni mehr, weil es ist schon schwierig, Menschen kennenzulernen. Also ich habe ein paar Kommilitonen, die, mit denen ich auch schreibe. Aber im Großen und Ganzen ist es halt super schwierig, auch Freunde zu finden. Also ich bin ja nach Kiel gezogen und es war halt schon Lockdown. Oder war Lockdown? Naja, also auf jeden Fall war halt eben, es war halt Pandemie. Und man trifft halt nicht immer, also man darf ja eh keine Leute treffen. Und ich wünschte, so im zweiten Semester wäre wenigstens irgendwas und Präsenz, was ich aber voll verstehe, wenn es so nicht ist. Doppelt logarithmisch, wie schon gesagt, weil beide Achsen logarithmisch sind. Ja. Was denn? Die offene Jacke. Wie aus Zeitgründen, weil... Heute fahren wir zum Strand und ich freue mich richtig. Also ich werde Johanna und Paul kommt auch noch mit. Fahren wir im Bus. Und es ist so schön draußen. Heute Morgen hatte ich schon so einen Call mit Kommilitonen und wir haben ein paar Altklausuren besprochen. Und jetzt mache ich mich ready. Ich habe vor ein paar Wochen dieses Stirnband auf Kleiderkreisel, also Vinted, bestellt. Und ich war mir erstmal ein bisschen unsicher. Aber ich lieb's. Ich lieb's wirklich richtig. Ich fand das letztes Mal ein bisschen zu krass. Ich fand die richtig gut. Ja, nee, die du mir da gegeben hast, auf dem Rückweg. Als ich vorhin geduscht habe, ne, kam auf einmal dieses Lied von Herbert Grönemeyer. Und nehme mit Adenosin Triphosphat, Pullover mit Jacquard-Muster und Pack. Oh, der ist ja unfassbar süß, ey. Lass mal wild sein und das Ganze durch. Wild. Man sieht uns. Guten Morgen, es ist Sonntag. Ich hole jetzt Brötchen für die WG. Ich glaube, es ist draußen so kalt. Hallöchen aus dem Badezimmer. Wahrscheinlich wird es echt mal eine
Patriot, ich weiß es nicht. Also eben saß ich auf meinem Bett und dachte mir so, ich finde es so abgespaced, dass wenn ich das Video so aufnehme, dass ich weiß, dass mindestens, was weiß ich, 20.000 Leute sich das anhören, was ich sage und wie heftig das ist irgendwie. Also so auf die Zahlen komme ich immer noch nicht klar. Und ich finde, manchmal habe ich das Gefühl, dass so Zahlen, zum Beispiel auf Instagram, dann vergesse ich, wie viele eigentlich 20.000 sind oder so. Wenn so, weiß ich nicht, 30.000 meine Stories anschauen, denke ich mir so, 30.000 Menschen, das ist so viel. Ja, das ist einfach abgespaced. Ja, ich überlege so, was ich gerade zu erzählen habe. Eigentlich tatsächlich nicht so viel. Deswegen dachte ich, ich mache jetzt eine kleine Q&A-Session. Erste Frage, wie geht es dir zurzeit? Ja, mir geht es zurzeit gut. Ich finde es so schwierig. Also, wie beschreibe ich das? In meinem Leben, das habe ich glaube ich schon mal in einem Video erwähnt, ist sozusagen meine mentale Gesundheit ist immer so eine Linie. Also die ist eigentlich meistens immer konstant, worüber ich so dankbar bin. Und die geht natürlich dann ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber die ist eigentlich generell konstant. Deswegen kann ich nie sagen, jetzt geht es mir besonders schlecht oder mir geht es besonders gut, weil irgendwie geht es mir immer gut. Ich habe eben gelernt, das Wetter ist schön. Ich habe heute gefrühstückt, lecker gefrühstückt. Ich habe Brötchen geholt. Ja, also klar, die Pandemie ist natürlich irgendwie echt frustrierend. Ich finde, jeder muss noch für sich selber irgendwie eigene Dinge und eigene Aktivitäten finden, die einem trotzdem noch Spaß machen und die man auch während der Pandemie machen kann, weil ich glaube, wenn man die ganze Zeit nur in seinem Zimmer hockt, das macht einen nicht auf Dauer glücklich. So, das war meine Antwort. Seit wann lebst du vegan? Was war der ausschlaggebende Punkt für diese Entscheidung? Gute Frage. Ich habe das Gefühl, ich esse schon so lange vegan. Also ich glaube seit 2014 oder 2015, aber ich glaube es war 2014. Ich habe seitdem eigentlich immer vegan gegessen, außer in den USA, als ich da mein Auslandsjahr gemacht habe, weil es einfach gar nicht ging, in meiner Gastfamilie da irgendwie so vegan zu essen. Boah, ich weiß noch so genau, wie ich über Veganer gedacht habe, bevor ich vegan gegessen habe. Ich war irgendwie so richtig getriggert durch Veganer. Ich fand es extrem anstrengend. Ich dachte immer, ach, das sind, die wollen die Welt verbessern und ich verstehe gar nicht so. Ich hatte einfach so einen kleinen, also nicht Hass, aber ich habe es irgendwie auch gar nicht verstanden und fand es auch gar nicht cool und wollte mich auch gar nicht drauf einlassen. Und deswegen kann ich irgendwie, ich sage jetzt nicht verstehen, aber ich kann es irgendwie nachempfinden, warum manche Menschen immer noch so anti gegenüber Veganern sind, weil ich auch damals so mich gar nicht drauf einlassen wollte oder ich fand es für mich persönlich nicht wichtig genug, dass ich mich damit überhaupt auseinandergesetzt hätte. Aber dann hatte jemand aus meiner Familie Herzprobleme. Also die Situation war einfach nicht gut und sie musste ganz viele Tabletten schlucken und dann kam sie auf die Idee, hey, ich habe gehört, dass die vegane Ernährung gut fürs Herz sein soll. Ich will es mal ausprobieren und dann hat sie es gemacht und muss letztendlich jetzt nur noch so wenige Tabletten nehmen, weil es sich so verbessert hat. Seitdem bin ich halt eben Veganerin geworden, weil ich das so gesehen habe, dass es halt einfach die Situation so viel besser gemacht hat. Und ich finde, jeder muss so seinen eigenen Weg finden, wie er damit umgeht und so. Und ich bin da auf jeden Fall die Letzte, die dann sagen wird, die Person ist irgendwie weniger wert, weil sie noch Fleisch isst oder so. Ich finde einfach ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst macht, was man isst und was dahinter steckt. Und dass man sich dann irgendwie überlegt, okay, wie will ich das mit mir vereinbaren und so. Und ich glaube, Einsicht ist da schon echt der größte Faktor. Also ja, letzte Frage für diese kurze Fragerunde. Wie finanzierst du dein Leben? Ja, berechtigte Frage. Man verdient durch Social Media, also durch YouTube, Instagram und andere Plattformen natürlich Geld. Das ist natürlich kein Geheimnis. Ist aber auch so, wenn du selbstständig bist, verdienst du natürlich mehr Geld, wenn du mehr Arbeit reinsteckst. Also wenn ich jetzt mehr Werbung machen würde, würde ich natürlich auch mehr Geld verdienen. Will natürlich schon über die Runden kommen und ich gucke natürlich, dass ich entweder Werbung mache, wenn es eine coole Firma ist und ich die einfach unterstützen will oder wenn ich einfach denke, das ist mega cool, dass ich das dann irgendwie gemacht habe. Und natürlich ist es cool, dadurch Geld zu verdienen, da bin ich extrem dankbar für. Deswegen habe ich irgendwie so in den letzten Jahren immer wieder mal Geld verdient und ich habe immer was zur Seite gelegt. Ich bin ein extremer Sparfuchs und ich gebe eigentlich für nichts Geld aus, außer für Essen. Und ich kaufe natürlich Secondhand-Kleidung, aber die ist sehr kostengünstig, würde ich sagen. Und ja, generell gebe ich halt eben nicht so viel aus.
meine kleine Badezimmer-Session, die wurde leider unterbrochen. Aber ja, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich hoffe, das war überhaupt irgendwie sinnvoll und interessant. Ich habe das Gefühl, wenn ich so die ganze Zeit nur zu Hause hocke, ist es schwierig, was zu finden, was irgendwie so interessant für Außenstehende ist. Aber ja, ich glaube, ich begebe mich mal wieder zu meinen Lernsachen. Gut, man sieht sich. Tschüss. Guten Morgen, es ist Montag. Mir fehlt so ein bisschen die Motivation. Vielleicht mache ich heute Pilates oder Sport. Vielleicht gehe ich joggen. Oh, vielleicht gehe ich joggen. Ich gucke gerade, wie kalt es ist. Es sind 0 Grad. Ach, vielleicht mache ich das echt. Okay. Ey, das ist wirklich eine gute Idee. Ich ziehe mich jetzt um und dann geht's raus joggen. Ich meinte ja vor ein paar Tagen, dass ich finde, dass jeder irgendwie so ein Ding finden muss für sich selber, was er gerne macht, das eben noch im Lockdown und während der Pandemie geht. Und für mich, ich habe richtig Sport für mich entdeckt. Aber auch nicht so übertrieben, dass ich dann jetzt jeden Tag joggen gehen würde, sondern ab und an. Und Pilates mache ich öfter. Kleiner Reminder, ich weiß, wie einfach es ist, manchmal seinen Körper anzuschauen und zu denken, hey, das könnte besser sein, das sieht irgendwie noch nicht perfekt genug aus oder was auch immer. Und wahrscheinlich hätte ich dieses eine Schnittbild von meinem Bauch auch vor ein paar Jahren einfach nicht gepostet, weil ich mich einfach nicht schön genug gefunden hätte. Ich habe irgendwie realisiert, so hey, ich finde es extrem cool von meinem Körper, dass er mich so, weißt du, durch die Welt trägt und ich Dinge sehen kann, weil ich einen gesunden Körper habe. Und na klar, ich glaube, es ist auch normal, dass man nicht immer jeden Tag hat, an dem man sich denkt, boah, jetzt fühle ich mich ultra gut in meinem Körper. Aber ich glaube, es ist einfach irgendwie so wichtig, an diesen Punkt zu kommen, dass man nicht mehr seinen Körper die ganze Zeit kritisiert für das, was er noch sein, also angeblich sein müsste. Das war genial. Ja, mach das. Und zu guter Letzt wollte ich noch zeigen, das Buch habe ich gestern gebunden. Ich bin so stolz drauf, das ist mein kleines Baby. Das ist mein erstes selbstgebundenes Buch. Aber ich finde es einfach faszinierend, was man so aus Blättern und ein bisschen Faden machen kann. Aber ja, ich glaube, das war's so mit dem Vlog. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Lass dich nicht allzu sehr stressen von Prüfungen oder was auch immer. Aber ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.